Das war's, dunkler Ritter. Wir sind am Ende. Nun, du bist es zumindest. Ich muss gestehen, ich fühle mich angesichts meines Sieges großzügig. Also gebe ich dir die Wahl. Statt mit deiner Demütigung und deinem Tod weiterzumachen, werde ich dich einfach davonfahren lassen. Im Gegenzug zur Unterzeichnung einer Aussage, die meine überlegene Intelligenz bezeugt und dass ich dich matt gesetzt habe. Oh, die Katze bleibt meine Geisel, ein Symbol deines Versagens. Und damit willkommen zum letzten großen Riddler-Rätsel. Glaube ich zumindest. Zumindest zum letzten, wo wir hinfahren können. So, so. Du willst es wirklich versuchen. Also schön. Aber das ist meine beste Arbeit, Detektiv. Ein Meisterstück. Mein ewig Meisterwerk. Nun, das wird wohl die letzte Fahrt dieses unschönen, lebensgroßen Kinderspielzeugs. Das war's. Dein Waterloo, deine Schweinebucht, deine absolute Niederlage. Genau so, Detektiv, fahr schneller, fahr direkt in den Untergang. Uff, damit habe ich nicht gerechnet. Hey, fuck you. War zu schnell. Nur zur Info, Detektiv. Mann. Ist nicht die Überraschung. Ziehe dein Ende. Was? Unmöglich. Das unmöglich. Kann nicht sein. Du hättest abwarten sollen. Ich hatte die Neigung perfekt berechnet. Meine Berechnung war korrekt. Ja, doch, ich bin einfach besser als deine... Ich verstehe nicht. Wieso lebst du noch? Berechnungen. Natürlich. Du hattest Glück, nicht wahr? Nicht wahr? Es war Glück. Glück! Der treue Retter der Vollidioten. Ich kann wohl kaum Glück in die Kalkulation mit einbeziehen. Ich bin ja kein Gaukler. Nicht? Siehst aber wie einer aus. Dunkler Ritter, Ritter. Nein. Was eine Fahrt. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Ich bin der Riddler und du wirst nicht siegen. Ah, das ist echt schwer da. Da habe ich den Arsch zu weit draußen gehabt. Wenn man weiß, wo er hinfahren muss, ist es viel einfacher, das vorzuberechnen. Um es nicht zu wissen, ist echt bitter. Da du dich nicht einmal selbst töten kannst, werde ich es für dich tun. Ich übernehme hier jetzt die Kontrolle. Da geht's ja lang. Okay, ich habe jetzt also keine Kontrolle mehr über die Sachen hier. Okay. Ganz bestimmt. Das weiß ich genau. Oh, ich rutsch ab. Komm schon, Detektiv. Ich bin abgerutscht. Fuck you mit deinem Schnurgerade. Nichts ist hier Schnurgerade. Lebe wohl. Es gibt kaum was, was abgefuckter ist als diese Strecken hier. Bisschen schnell, das Ding. Beeilung, Detektiv. Du hast marginal bessere Chancen auf Erfolg, wenn du einfach mal anfängst. Oh. Zu langsam. Scheiße. Zu langsam. Scheiße. Weißt du noch, was eine Ideallinie ist? Okay, versuchen wir das nochmal. Diesmal kennen wir ja die Strecke und können dem vielleicht ein bisschen vorgehen. Auch wenn das keinen Unterschied macht.
Ja, das haben wir schon mal ganz gut gemacht. Hier können wir rüber. Schneller, Batman! Wie Hermes! Oder wenn du willst, der römische Abklatsch. Merkur. Ja, doch, das schaffen wir diesmal aber. Wenn wir jetzt zum Ende nicht noch irgendeinen Quatsch machen hier. Dass ich all deine Versuche aufzeichne für die Nachwelt. Und für meine Präsenz in den sozialen Medien. Ja, wenn man weiß, wo die Sachen hinschlagen, dann geht das echt eindeutig einfacher. Der Schlüssel. Jetzt hol den Schlüssel. Das sind die Regeln. Ich muss meinen Regeln ja folgen. Ich stelle sie ja auch auf. Das Z auf der langen Seite. Das okay, Kreuz. Ja, okay, also das hier direkt. Ja? Oder? Ja, das hier. Und los geht's. Hoffe ich. Wenn nicht, dann war's das jetzt. Aber egal. Nein, das war schon das Richtige. Okay. F. Es reicht. Glückwunsch, Catwoman. Du kannst jetzt gehen. Also zu meiner letzten Prüfung. Das ist nicht fair. Dass du unter die Schummler gegangen bist. Ich bin enttäuscht. Ich täusche, ich verwirre, aber ich schummle nicht. Wie du und Batman herausfinden werdet, wenn ihr euch meinem letzten Rätselraum stellt. Eddie, du schummelst doch. Ist ja unglaublich. Also gibt's noch mehr. Die Null ist leider ein Final. Fotografisches Gedächtnis, Batman? Ich nämlich schon. Ich kann dein stoisches Grinsen stets heraufbeschwören, wenn es nicht sowieso unaufgefordert in mein Hirn platzt. Ich habe auch das perfekte Gedächtnis. Ich erinnere mich an jede Verletzung durch dich. Manchmal wache ich auf, dunkler Ritter, und fühle deine Hände um meinen Hals, deine mit Carbonfasern ummantelten Fäuste, die in meinen Solarplexus schlagen. Wie kannst du mich so brutal behandeln? Mich, der dir intellektuell so überlegen ist, so viel besser. Mich, Edward Nigma, dem Riddler und besten Alleskönner der Welt. Du bist ein Rohling-Detektiv, ein abscheuliches Symbol dafür, dass Macht über allem steht. Komm zurück zum Waisenhaus. Dort werde ich dich und all deine Ungerechtigkeit beseitigen. Bin ich ja mal gespannt drauf. Wirst du nicht schaffen. Ah, ich hasse diese ewigen Fahrstühle. Gut. Gehen wir mal zum Riddler. Das ist meine Chance, Lee aus dem Waisenhaus zu befreien. Das kranke Spiel dauert schon viel zu lang. Viel Glück. Selina, ich komme. Wie weit das Auto weggeflogen ist, dann willst du sagen, da drin ist keiner gestorben? Was hat Wayne davon? Kann er dieses Panzerauto von der Steuer absetzen, oder was? Gute Frage, kann ich? Von der Steuer absetzen. Wäre doch mal ein ganz guter, guter Plan. Es braucht nicht viel, eine Katze zu zähmen. Wie geht es dir? Perfekt. Seit du den letzten Kurs verlassen hast, hat Eddie nichts gesagt. Du stößt auch jeden vor den Kopf, oder? Sie fragen nie höflich genug. Das war's. Noch durch einen Ring springen und ich bin frei, um Gotham auszurauben. Du weißt schon, sicherstellen, dass alle rauskommen. Zuerst checke ich die Museen. Ich weiß schon. Oh Mann, was ist das denn? Riddler-Viereck. Ein Rätsel, das Einflüsse von Zauberwürfeln des 20. Jahrhunderts und von Folterinstrumenten des 15. Jahrhunderts vereint. Wenn Eddie wollen würde, dass wir Schach in Lebensgröße spielen, hätte er uns mehr Figuren geben sollen. Ich denke nicht, dass das der Plan war.
Was war dann der Plan? Ich sehe da Generatoren. Könnte ein bisschen mit Strom beschießen. Wie kannst du mein Spiel spielen, wenn du doch ausgeschlossen wurdest? Ah, okay. Vielleicht siehst du dieses Ratespiel ja verkehrt herum. Meinst du? Verkehrt rum? Glaube ich nicht. Also was muss frei sein? Muss der Laser im Nichts sein? Und nein, auch nicht darunter durchgraben. Wir müssen einige der Würfel anhalten, wenn ich die Ladung abfeuere. Ich würde sagen, das ist mein Job. Kommst du da rein? Ha, nichts Leichteres als das. Da 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 da. Wir halten den hier an. Ich gratuliere. Jetzt lass uns gleich zum Punkt kommen. Nein, danke. Celine, pass auf! Pass auf! Bin doch schon hier oben. Alles cool. Verdammt! Das soll ein Rätsel sein, Eddie? Also wirklich. Man gewöhnt sich dran. Ist noch nicht fertig. Intensivieren wir das Ganze. Zwei Stück müssen jetzt frei sein. Okay. Okay, da ist ja einfach. Der ist jetzt direkt frei. Dann können wir den vorziehen. Wieso kann ich nicht alle vorziehen? Was soll das? Weil immer einer fehlt, oder was? Schwierig. Wenn ich den hier habe, kann ich den hier aufhalten, dann zieht er die vor und ich kann die ziehen. Das müsste so funktionieren. Genau, ich halte den jetzt auf. Zieh die nämlich ran. Kann jetzt den aufhalten. Kann die wegschieben. Ach so, jetzt ist der da. Verdammt. Scheiße. Okay, Moment. Das heißt, ich schieb die zurück. Und schieb die zurück. Dann sind die frei. Die muss jetzt schnell hier hoch.
Sonst gibt's nämlich wieder Stress mit den scheiß Sägen. Genau. Zwei kommen jetzt wahrscheinlich noch, denn da sind's noch zwei leuchtende Lämpchen. Fertig? Dankeschön. Das ist immer noch kein Rätsel, Eddie. Du hast es nur noch nicht herausgefunden. Das ist es. Das Ende. Das letzte Rätsel. Ach du meine Güte. Oh, das heißt, ich muss auf der Seite zwei frei haben. Aber das schaffe ich doch sogar schon. Wenn ich den ranziehe und den ranziehe, habe ich hier zwei frei. Ich könnte sogar ganz einfach stumpf nur so... Ach, schade. Scheiße. Okay, nochmal so. Sagen wir, ich halte den hier an. Nee, das so nicht. Ich halte den an. Schieße die jetzt. Zieht ja das direkt rüber. Das ist ja auch nicht cool. So, weil Selina hier drauf steht, geht das nicht. Verständlich. Ach, ich drücke immer den falschen Knopf dafür. Den schicken wir vor, dann ist der frei. Den schicken wir... Nee, warte mal. Ah ja, ich hab eine Idee. Wir halten den hier an. Ziehen die ran und ziehen den ran. Und damit haben wir das. Gehen jetzt schnell hier hoch. So, wir können auch schon wieder rausgehen. Der Schlüssel ist beim Eingang. Los. Oh, du kleiner Charmeur, du. Warte kurz, damit ich mich fangen kann. Na also, da haben wir ihn. Ab ist das Bändchen. Weißt du, was das Schlimmste daran war? Sie sah billig aus. Also, mein Hübscher, worauf warten wir? Dieses Latex-Mieze, diese Latex-Mieze. Wurde eigentlich nur das Zentrum von Gotham evakuiert oder stehen die Villen auch leer? Scarecrow hat die ganze Stadt bedroht, Selina. So eine Tragödie. Dann rette mal die Welt. Ich passe auf, dass Bruce Wayne seine Türen verriegelt hat. Viel Glück dabei. Wow. Unfair. Dummer Amateur, sieh dir an, worauf du dich reduziert hast, Batman! Wenn du nicht selbst einsehen willst, dass du deinen offensichtlichen Meister gefunden hast, muss ich mich auf dein Niveau herabbegeben und dich zwingen! Ich habe dich. Das sind mehr Rote. Nee, die tauschen. Verstehe also. Nur für dich. Steve ist vor allem ein intellektueller Sieg ist. Wechseln die Farben, die Schweine. Ein echter Gentleman. Bist du fertig?
ist würdelos. Du bist würdelos. Willst du das zu Ende bringen, Detektiv? Die Ehre musst du dir verdienen. Löse jedes einzelne Rätsel in dieser Stadt. Dann kämpfe ich, Batman. Aber keinen Moment eher. Wir können dich auch einfach hier lassen, Eddie. Ach, Mann, ey. Los, Batman. Die Mieze will etwas Spaß. Ich war die ganze Nacht hier eingesperrt, Süßer. Gehen wir. Was soll's. Dann bleibt er eben und wir ziehen los. Ja, sehe ich irgendwie genauso. Ich werde nicht alle 240 Riddler-Rätsel lösen, die es in dieser Stadt gibt hier. Kannst du mal voll knicken? Oh, frische Luft, Freiheit und Dunkelheit. Perfekt. Wie sollen wir das feiern? Ich kenne ein paar arme, hilflose Museen. Aber andererseits kenne ich auch ein paar Hotels. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Es gibt noch einiges zu tun. Natürlich gibt es das. Du weißt echt, wie man die Stimmung versaut. Nimmst du dir auch mal eine Nacht frei? Ziehst du dir auch mal den Anzug aus? Nicht in einer Nacht wie dieser, Selina. Das ist mein Leben. Schön. Ich schaue mir mal ein, zwei Kunstgalerien an, während die große böse Fledermaus beschäftigt ist. Willst du dich nicht bedanken? Warum? Ist doch dein Job. Au, das war hart. Das war hart. Wie gemein. Wie gemein. Mann. Ah, ja, hier 30 von 243 Riddler-Rätseln. Nee, Kollege, lass mal gut sein. Jack Ryders gefährliche Nachforschungen haben ihn zur Lady of Gotham geführt. Ich sollte ihn finden, auch wenn es dafür keinen Pulitzerpreis gibt. Lass mal gut sein, ja. Die ganzen Rätsel kannst du alleine lösen. Gott, was macht er da? Was macht er da? Er verfolgt uns! Fahr weiter! Wäre einfach eine Katastrophe, wenn ich die ganzen Rätsel lösen würde in den Folgen. Das müsste ich schneiden und zwar extrem. Deswegen werde ich wahrscheinlich. Quatsch mir nicht einfach hier rein. Oh, was ich sagen wollte. Ich werde einfach die Sachen so machen und im Nachhinein, wenn noch was passiert, das im Nachhinein so hochladen. Meine lieben Brüder, wir versammeln uns hier, um den wahren Vater zu ehren. Wer wagt, das Ritual zu stören? Batman, bist du das? Hol mich hier raus! Dies ist geheiligter Boden, Heide. Du hast dir nichts verloren. Doch Gott hat dich zu mir gesandt, auf dass ich in deinem Blut baden möge. Meine Kinder, der Teufel zeigt sich im schwarzen Gewand. Erschlagt ihn sofort! Schnell, die Zeit für das Ritual und her! Uff, was passiert hier? Lass die Scheiße! Gott, wie viele das sind! Nein, lass die Waffe. Lass die ganzen Waffen in Ruhe. Schon wieder so eine scheiß Waffe. Was du willst, nur lass mich gehen.
Alter, Jack, sei mal nicht so eine Heulsuse. Der Blitz trifft den Ungläubigen. Den weg. Oh, das war's. Feiglinge, allesamt. Ihnen mangelte es an Glauben, Batman. Mir nicht. Ich kenne die Wahrheit. Sie. Ach, wirklich? Warte mal. Er seine Kehle durchtrennt und ihm den Unsterblichkeit bat. Tut es nicht, bitte. Weig, mein Kind. Hi. Dein Schreien wird keine Früchte. Ich bin dem Tod öfter begegnet, als du dir vorstellen mit kannst. Mit einem Satz ausgenockt hier. Ich werde noch da sein, wenn du tot bist, Batman. Gotham wird mir gehören. Spar dir deine Reden. Ging's nicht schneller? Kleiner Scherz. Das riecht nach meiner Story. Das ist es, Batman. So komme ich wieder ins Geschäft. Meine eigene Show. Und der erste Gast? Wie wär's? Der echte Batman, deine Story. Ein. Ich nehme dich mit zum GCPD. Vollidiot, ey. In der Situation einfach hier noch große Sprüche klopfen. Er kann es nicht lassen, wegen einer winzigen Story sein Leben zu riskieren. Jetzt sind Sie in meiner Kirche, Diakon. Sieh dich um, Batman. Sieh dir an, was du schützen willst. Gotham ist verloren. Warum kämpfst du noch? Es ist vorbei. Ich bestimme, wann es vorbei ist, Blackfire. Bringt ihn zu den Zellen. Hey, freuen Sie sich bloß nicht so sehr, mich zu sehen. Keine Chance. So, haben wir das auch abgeschlossen? Was haben wir denn noch? Drei können wir noch machen. Den könnten wir machen. Aber ich glaube, wir beenden die Folge für heute. Und nächste Folge werden wir mal die Feuerwehrleutchen befreien, ne? Also, bis nächste Mal.